Der Vorgang des sogenannten Ruiten, Rotten oder auch Rösten, ist eine Alternative zum Rätsen auf dem Feld und wurde vor allem bei großen Mengen von Flachs angewandt. Man braucht tonerdige Röstkuhlen im Wald, die mit Wasser gefüllt sind, und nur wenige weitere Hilfsmittel. Der von Kapseln und Wurzeln befreite Flachs wird in Bündeln zum Teich gebracht. Das letzte Bündel ist besonders geschmückt, was die wichtige Bedeutung des Röstens hervorhebt. Wenn der Lehm absieht, dann können wir als letzte Burbe drauf. Nach und nach wird der gesamte Teich mit den Bündeln gefüllt, die mit den Wurzeln senkrecht Richtung Teichgrund gedrückt und mit den Füßen festgetreten werden. Die versenkten Bündel werden mit Säcken möglichst dicht abgedeckt und mit Balken beschwert, um sie unter Wasser zu halten. Nur mit möglichst wenig Licht und viel Wärme kann der Gärprozess in Gang gebracht werden. Als Belohnung für die schwere körperliche Arbeit war in das letzte Bündel häufig Tabak und Schnaps für die Helfer eingebunden. Die Blasen und der Gestank zeigen nach 7 bis 14 Tagen den Fortschritt der rottenden Gärung an. Wenn sich die Faser vom gebrochenen Halm löst, kann der Flachs gehoben werden. Jetzt können Sie raus. Die Faser ist vollkommen frei. Der kann direkt rausgenommen werden. Ab! Nee, lass den mal drin. Das ist doch so. Bevor die Bündel aufgeladen werden, müssen sie zunächst etwas liegen, damit das Wasser abfließen kann. Oh, den wichtigsten Strauß nach oben drauf. Auf dem Bauernhof werden die Flachsbündel getrocknet, um sie weiter verarbeiten zu können. Die Protagonisten stellten die Szenen für den Dokumentarfilm 1980 nach. Keiner von ihnen hatte das Rösten zuvor ausgeführt.